Lars Hansen. Ich unterrichte seit ungefähr einem halben Jahr am BIP und ich unterrichte Gestaltungslehre, Typografie, Portfolio-Management und Kreativitätstechniken. Also das Dozentenleben am BIP macht für mich besonders, dass die Klassen nicht so unglaublich groß sind, so wie man das an Universitäten kennt, sondern das sind höchstens 30 Leute. Man kann also wirklich individuell auf Leute auch mal eingehen. Ja? Also wir am BIP bedeutet für mich in erster Linie, dass man auch irgendwie mit Dozenten untereinander ein bisschen kooperiert, den Unterricht abstimmt, dass man gemeinsame Ziele hat, dass eben die Schüler und Studenten auf jeden Fall den Abschluss hier erreichen. Und auf der anderen Seite ist dieses Wir am BIP auch, dass ich mich nicht klassischerweise als Lehrer gegenüber den Schülern verhalte, sondern als Coach. Also ich bin schon der Meinung, dass eine moderne Ausstattung, so wie das BIP es bietet, schon die Motivation der Studenten erhöhen kann, weil es einfach nicht normal ist, so wie es hier ausgestattet ist. Ne? Das ist, wenn man das so vergleicht mit anderen Institutionen, das ist hier einfach eine Wohlfühlatmosphäre. Man kann den Unterricht ganz flexibel gestalten und ich glaube auch, dass wenn man eine hohe technische und gute Ausstattung hat, dass man sich auch als Schüler ernst genommen fühlt.